Freunde meines Kanals. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier bin, aber vielleicht kann die Dame hinter mir ja mir weiterhelfen. Ja, ich bin rund 2,5 Stunden mit dem Zug gefahren, um jetzt hier zu stehen. In Stade heißt der Ort. Man kann schon fast sagen, Abenteuerurlaub. Denn ich weiß überhaupt nicht, was mich hier erwartet. Es gibt ja wohl keine Stadt ohne Gebimmel und Gebammel. Hier geht's steil bergab, wie man sieht. Ähnlich wie mit der Karriere. Schön bequem sitzen kann man ja hier. Und philosophieren. Und das werde ich jetzt auch mal tun. Und hier noch einmal so ein Rundblick. Und hier ist das Zahnrad von Stade. Sieht man mich da auch hinter Gittern? Na, hier sieht man die Spiegelung vielleicht besser. Und natürlich gibt es auch Wasser. Alter Schwede. Tja, was es hier alles so gibt, schon erstaunlich. In diesem Haus wurden die Smileys erfunden. Jetzt muss ich ja noch 700 Meter gehen. Alter Schwede. Jetzt bin ich fast wieder zu Hause angekommen. Es ist kurz vor 3 Uhr und heute Morgen um 7 bin ich losgefahren. Ich war also insgesamt 8 Stunden unterwegs. So lange wie normalerweise ein Mensch am Tag malochen muss. So lange war ich also heute unterwegs, nach Stade zu fahren. Aber es hat sich schon irgendwie gelohnt. Es war ganz gut, zum ersten Mal in meinem Leben dort gewesen zu sein.